Der Druckminderer ist nicht mit der Flasche verbunden. Während das Feinnadelventil geschlossen ist, wird der Arbeitsdruck komplett hochgedreht. Nun wird für ein paar Sekunden die CO2-Flasche angeschlossen. Der hohe Druck löst dabei das Überdruckventil aus, welches das Gas mit Mikrostaub dann aus dem Druckminderer bläst. Dieser Vorgang sollte 2 bis 3 Mal wiederholt werden. Um die CO2-Anlage am Aquarium wieder in Betrieb zu nehmen, schließt man zunächst das Ventil für den Arbeitsdruck. Das Feinnadelventil wird leicht geöffnet, damit das restliche Gas aus dem Druckminderer entweichen kann. Nun verbindet man die Flasche. Man schließt das Nadelventil und stellt den Arbeitsdruck wieder auf den gewünschten Wert ein. Die CO2-Einleitung und das Festlegen der Blasenzahl kann dann später mit dem Aufdrehen des Nadelventils erreicht werden.